Previously at the Bureau, XCOM declassified. Falsch, Kumpel. Ihr seid hier in meiner Welt. Oh, fuck. What will be happening as next? Origin ist tot. Zu sagen, dass dieser Sieg ungeheure Opfer gefordert hat, wäre eine Untertreibung. Die Belastung ist zu viel für ihn. Durchhalten, Will. Wir sind gleich da. Doch zu sagen, der Krieg ist gewonnen, wäre eine Lüge. Die Dimensionsportale sind geschlossen. Alle. Unser Feind ist verwirrt und in Auflösung. Die Marschroute ist klar. Den Vorteil nutzen. Die restlichen feindlichen Truppen besiegen. Rückeroberung unserer Erde. Dies ist unsere Stunde, Ladies und Gentlemen. Wir müssen sie nutzen. Schön, Sie munter zu sehen, Carter. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ich bin noch nicht am Ende, Doc. Gut. Direktor Folk hat sich schon nach Ihnen erkundigt. Er braucht Sie draußen. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Mit Fork in der Einsatzzentrale treffen. Ja, bis wir das machen, können wir aber hier mit allen möglichen Leuten sprechen. Das sollten wir mal. Wieder ganz der Alte? Naja, halbwegs. Schon eine Ahnung, was da passiert ist. Als sie das Wesen adaptiert haben, ist was schiefgelaufen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht was. Was schiefgelaufen ist, hat doch funktioniert. Aber Origin haben wir doch erwischt. Das ganz sicher. Seit Origin tot und ihr Zentralkommando zerstört ist, nimmt Mosaics Kommunikation deutlich ab. Soll das heißen, sie ist nicht komplett unterbunden? Nein, aber die Überreste von Mosaic sind nur mehr Echos. Sie haben das Sendezentrum zerstört und das Wesen dahinter gefangen genommen. Das reicht vorerst. Jetzt müssen wir herausfinden, was das hier ist. Ich arbeite daran. Dennoch eine sagenhafte Kreatur, oder Carter? Sehen Sie sie nur an. Vieh, was hauptsächlich wahrscheinlich aus Energie besteht, mit ziemlich vielen Armen, Beinen und lustigen Tentakeln. Schlechte Hentai-Version oder irgendwie so. Mich interessiert nicht, wie sie aussieht, sondern wie sie uns nützen kann. Ja, ja natürlich. Dieses Wesen spielt eine wichtige Rolle in der Machtstruktur des Gegners. Okay. Und was wissen Sie bis jetzt darüber? Soweit ich sagen kann, besteht es aus Energie. Und es besitzt keine feste physische Form. Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Es hat nichts mit irdischen Wesen gemein. Oder mit Outsidern, wie wir sie kennen. Der Outsider nennen es einen Ätherer. Wie es sich selbst nennt, hat es mir noch nicht gesagt. Sie können damit kommunizieren? Nein, noch nicht. Aber alle Kreaturen kommunizieren. Ich muss nur herausfinden, wie. Hast du vielleicht schon mal probiert, den Kerl auf einen Kaffee einzuladen? Oder ein Bierchen? Vielleicht hilft das ja auch. Jetzt, wo die Outsider am Ende sind, wie sollen wir nach ihrer Kapitulation mit ihnen verfahren? Eine unerwartete hoffnungsfrohe Haltung, William, da nicht sicher ist, dass sie kapitulieren. Vielleicht gibt es am Ende nur Berge von Leichen. Und wenn nicht? Wer kann das schon sagen? Wenn erst alle wirklich von Mosaics Einfluss frei sind, lassen sich manche vielleicht eingliedern. Ich freue mich darauf, das herauszufinden. Ja, das wäre ja eine lustige Zukunft. Schon eine Theorie, wieso ich umgekippt bin? War das diese Kreatur? Theorie? Oh, ich berste fast vor Theorien, Agent Carter. Ich schildere Ihnen zunächst mal die wichtigste. Die Kurzfassung bitte, wenn es möglich wäre. Es ist denkbar, dass das Wesen, der Ätherer, das Venn-Armband zum ersten Mal fast überlastet hat. Was es auch ist, es ist viel komplexer als alles, womit wir es bisher zu tun hatten. Der gesamte Kern von Mosaic war darauf ausgerichtet, die Kraft dieses Wesens einzufangen und zu bündeln. Ich kenne keine vergleichbare Technologie der Outsider. Ich frage mich, wo die drauf gestoßen sind. In der Tat. Es wirft neue Fragen über ihr Mosaic-Netzwerk auf. Okay, Doc. Ich muss los. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Natürlich. Und wir haben Unmengen von Fragen zu klären. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mehr wissen.
So gesehen hat die Mission jetzt nicht nur ein paar Fragen beantwortet, sondern eigentlich noch mehr aufgeworfen als vorher. Sehen Sie sich das an, wie er dort schwebt. Ich weiß. Einfach wunderschön. Er ist nicht wie die anderen Außerirdischen, oder? Er ist etwas ganz anderes. Ich kann die Autopsie kaum erwarten. Na super, die wollen ihn dringendst auseinanderpflücken. Können die damit nicht noch ein bisschen warten? Vielleicht, weil so ein Vieh jetzt zu fangen, das hat zwar funktioniert, aber so eine einfache Methode war das jetzt nicht. Also von dem her, ich weiß ja nicht. Wie war das nochmal? Irgendwas, alle Zusatzmissionen sind jetzt fertig. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch irgendwas finden, dann sind das wahrscheinlich eher so kleine Schriften oder sonst irgendwie was. Also Zusatzmissionen werden wir wohl keine mehr haben. Was machen die da? Die haben einen Mutonen gefangen. Seid ihr irre? Oh. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das so dolle war. Entschuldigung, ich glaube, ich habe euer Spielzeug gerade kaputt gemacht. Tut mir leid. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist das Vieh im Arsch. Mal gucken, was unser alter Freund hier zu sagen hat mit seinen komischen Kopfschmerzen. Sie leben? Und Origin ist tot. Dann ist meine Spezies frei. Und doch verloren. Tja, kann man helfen? Jetzt, wo Sie nicht mehr von Origin befehligt werden, könnten Sie sie dazu bringen, zu kapitulieren. Dann können wir Ihnen helfen. Ihr würdet uns gestatten, auf eurer Erde zu koexistieren? Versprechen kann ich nichts. Die Leute werden so schnell nicht vergeben und vergessen. Aber die Kapitulation wäre ein erster Schritt. Ohne Garantie für eine neue Heimat können wir nicht kapitulieren. Wir sind in einer Sackgasse. Das ist verdammt schade. Aber wenn ich irgendwie zu einer Einigung beitragen kann, gerne. Aber wie zum Henker wollen die das denn bitte schön machen, ohne aufzufallen? Das wird ja eigentlich eher das größere Problem sein, weil die Menschheit ist bestimmt noch nicht für sowas bereit. Origin ist tot, Mosaic deaktiviert und die Gates zu ihrer Welt sind geschlossen. Warum hat ihr Volk noch nicht kapituliert? Nein, Mosaic ist nicht vernichtet. Seine Quelle mag beschädigt sein, aber die Echos bleiben. Ich spüre sie auch ohne Verbindung. Beschädigt oder nicht, ihr Volk ist ohne Führung und Nachschub. Wie können wir es dazu bringen, zu kapitulieren? Eine große, verzweifelte, jahrhundertelange Suche lässt sich nicht einfach einstellen. Mosaic hinterlässt Narben in der Seele. Und wir kämpfen weiter, bis wir eine neue Heimatwelt haben. Wenn die den Kampf nicht einstellen, machen wir auch weiter. Dann gibt es keine Lösung. Was dann letztendlich daran endet, dass eine Spezies komplett ausradiert wird. Anstatt dass man zusammen versucht zu leben. Es ist irgendwie, ich weiß nicht. Wie wird sich die Zerstörung des Mosaic-Netzwerks auf die Infizierten auswirken? Die Hypnotisierten? Mosaic wird sie nicht mehr steuern. Das soll euch ein Trost sein. Aber ich kann euch keine Heilung anbieten. Schade. Wenn sie ein Mittel hätten, würde mein Volk eine Kapitulation eher akzeptieren. Und ich würde es euch auch geben. Nur haben wir uns nie damit aufgehalten, eines zu entwickeln. Wozu auch? Hat er irgendwie recht. Sie waren die meiste Zeit sehr kooperativ. Was machen wir mit Ihnen? Ich habe nie mein eigenes Schicksal bestimmt. Das geschah immer durch andere. Origin, Axis, unzählige Commander. Würden Sie uns helfen, diesen Krieg zu beenden und Frieden zu machen? Wenn mein Volk eine Heimat erhält, werde ich tun, was ich kann. Sie sind ein guter Mann. Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Meine Art kennt keinen Namen. Wir werden über unseren Rang benannt. Ich bin ein Dresofer, das heißt heimlicher Wächter.
Helfen Sie uns, diesen Krieg zu beenden. Dann können alle ihren Namen frei wählen. Toll. Stell dir mal vor, du bist die ganze Zeit irgendwie benannt worden nach deinem Rang, so gesehen, in einer Armee. Du bist dafür eigentlich nur da, um zu kämpfen. Und urplötzlich kommt wer vorbei und sagt, der Krieg ist vorbei und du brauchst nicht mehr kämpfen und du kannst den eigenen Namen aussuchen. Ich meine, aus unserer Sicht hört sich das toll an. Aber wie hört sich das denn bitte schön aus der Sicht desjenigen an, der nichts anderes im Leben hat? Würde der sowas überhaupt akzeptieren? Ich glaube nicht. Sie bleiben hier. Falls der Krieg nicht bald endet, brauchen wir sie vielleicht noch. Ich fürchte, das wird er nicht. Und ich glaube, damit hat er leider recht. Von dem her, was mich interessiert ist, also ich hoffe zumindest, dass er bis zum Ende dabei bleibt und auch am Leben bleibt. Nicht, dass die denken, oh wunderbar, jetzt können wir ja sezieren, nachdem hier das ganze Ding durch ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe echt nicht. Schon wieder auf dem Damm, Carter. Schön, Sie wieder bei uns zu haben. Ja, mir geht schon wieder bestens. Mein Durchfall ist auch weg. Alles klasse. Von dem her, wenn ihr mich hier rauslassen würdet, wäre es noch viel besser. Dann könnte ich endlich weitermachen. Hallo. Rauslassen. Danke. So, in... Das heißt also, Sie hätten einen neuen Typ von Outsider mitgebracht. Ja, haben wir. War toll, schöne Erfahrung. Gibt's hier irgendwas Neues? Ich stürme also um die Ecke, wo schon drei von Ihnen mit gezückten Karabinern auf mich warten. Ja, und dann schreit er und greift an. Und plötzlich heißen sie die Augen auf und lassen alle die Waffen fallen. Die wissen, dass sie mich fürchten sollten. Bla, bla, bla. Nee. Da braucht ihr eigentlich nicht. Ausrüstung und Fähigkeiten sind im Moment eigentlich eher Hupe. Da brauchte ich nichts mehr machen. Ey! Wo ist unser Kollege aus der Waffenkammer? Ist der etwa... Wo ist der hin? Egal. Kann man noch runter in die Krankenstation? Nö, kann man im Moment wohl nicht. Die haben ja sonst nichts. Schön, einmal nicht neue Verwundete versorgen zu müssen. Glauben Sie mir, noch schöner ist, wenn mal nicht auf einen geschossen wird. Da ist was dran. Toiletten sind immer noch verriegelt. Gibt's irgendwas Neues im Büro? Es ist nur, wir wollten den Direktor wissen lassen, wie sehr wir ihn die ganze Zeit über als Anführer geschätzt haben. Wir haben sie selbst gezüchtet. Wir dachten, so eine Pflanze macht sein Büro freundlich. Der hat nichts zu sagen. Was ist hiermit? Wie lange ist das her, dass Sie durch Gate sind? Mindestens 45. Moment, ich empfange einen Funkspruch. Sie leben? Was sagen Sie? Es ist... ja, Mission erfolgreich. Alle Mann vollzählig auf dem Rückweg. Sie haben es geschafft! Sie haben es wirklich geschafft! Hangar für die Rückkehr des Avengers vorbereiten. Die medizinische Abteilung auch. Es sind leicht Verwundete an Bord. Und anscheinend eine Art Gefangene. Na dann, alle Mann auf ihre Stationen. Ja, nicht zu fassen, dass Sie es geschafft haben. Ich habe nie an Ihnen gezweifelt. Aber wenn Sie das jemals Carter erzählen, streite ich alles ab. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben. Und? Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach dem Krieg? Ist noch zu früh, um etwas zu planen. Vielleicht, aber ich kenne Sie, Chowski. Sie haben immer einen Plan. Also ich... Nein, das ist zu verrückt. Hey, wir haben gerade einen Angriff von Außerirdischen überlebt. Sind verrückte Zeiten. Naja... Ich habe gehört, meine alte Stadt wird wieder aufgebaut. Und die werden einen neuen Bürgermeister brauchen, der alles koordiniert. Sie wollen Bürgermeisterin werden? Da gibt's nichts zu lachen. Nein, ich glaube, Sie werden eine super Bürgermeisterin, Chowski. Brauchen Sie einen, der Ihnen hilft? Schon möglich. Aber beenden wir erstmal diesen Krieg. Wie, die machen sich an Chowski ran? An meine Chowski. Schätze, wir müssen nicht mehr lange hier. Wie jetzt? Immer bei der Arbeit, Chowski. Wie der Direktor sagte, Entspannung gibt's, wenn der Krieg vorbei ist. Na okay, entspannen Sie sich ist... Naja, der Krieg ist ja noch nicht so ganz vorbei. Dieses Mal stimme ich dem Alten zu. Dann muss das Ende der Welt nahen, Agent Carter.
Ja, das ist ja sehr positiv gedacht, nur weil ich ausnahmsweise mal mit dem übereinstimme. Und? Was macht Ihre Desinformationskampagne? Läuft ganz okay. Und das bedeutet? Tja, bis jetzt musste ich die Zerstörung einer Universität, einer Kleinstadt und der größten Touristenfalle Colorados vertuschen. Ganz zu schweigen von den gefangenen Hypnos, die ich erklären musste. Dass Sie von all dem nichts im Fernsehen gesehen haben, muss mir reichen. Seien Sie nicht so hart zu sich selbst. Sie wären nicht hier, wenn Sie nicht die Beste wären. Danke, Sir. Gut vertuscht. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber das ist ordentliche Arbeit. Wie reagieren denn die Outsider auf den Verlust von Mosaic? Unterschiedlich, wie erwartet. Manche sind durchgedreht, manche wurden katatonisch. Haben sich welche ergeben? Übers ganze Land verteilt ein paar. Wir bringen alle nach Alcatraz. Sicher ist sicher. Nach Alcatraz? Naja, rauskommen sie da auf jeden Fall nicht mehr. Sollten sie zumindest nicht. Alle anderen denken, der Krieg ist bald aus. Was denken Sie? Dass ich weitermache, bis er sicher aus ist. Ja. Wie sieht's aus? Ich meine, wenn der Krieg vorbei ist, mit Kaffee oder sowas, oder halt ein Frühstück zusammen bei dir, nach dem Morgen danach. Also, ne, weißt, was ich meine. Dann werde ich Sie nicht länger aufhalten. Ich bin hier, bis der Direktor sagt, es ist vorbei. Naja, vorbei ist es halt noch lange nicht. Falls du mal zwischendurch etwas schlafen willst, du kannst dich gerne in meinem Büro ausruhen. Da ist jede Menge Platz. Da sind sogar Platz für zwei. Oder drei, falls du noch eine Freundin hast oder sowas, die auch noch gerne mitkommen will. Kann ja auch sein. Gut, hier vorne haben wir erstmal nichts. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Anscheinend hat der Avenger nicht viel abbekommen. Ist gar nicht viel zu reparieren. Zur Abwechslung. Nicht nachlässig werden wir beiden. Einmal den vollen Checker. Das Ding ist noch immer unsere beste Waffe. Und der Krieg ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. So wie es ausschaut. Oh, Barnes! Na, Keule, was gibt's Neues? Schön, dass es Ihnen wieder besser geht, Carter. Auf dem Rückflug sahen Sie übel aus. Ich bin froh, dass ich zurück bin. Achte schon, es liegt an meinem Flugstil. Naja, du hast ja auch geparkt wie eine wilde Sau. Also bei dir fahre ich im Auto definitiv nicht mit. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Barnes. Gut gemacht. Ich bin stolz, zum Team zu gehören. Ist ein großes Team. Wenn das alles vorbei ist, wird man allen haufenweise Orden verleihen. Toll. Darauf freut man sich ja. Auf ganz viele Orden und Auszeichnungen und sowas und... Haben Sie sich schon überlegt, wo die mit den Van Gates noch gelangen können? Der größte Dank ist ja so gesehen mit, dass die Erde noch da ist. Aber wenn man danach nicht mehr arbeiten gehen müsste, das wäre eine richtig geile Sache. Ja. Oh, habe ich da einen Zettel übersehen? Tatsache. Wir treiben sie zurück. Fuck yeah. Jawohl. Dann haben wir einen Gefangenen. Aber trotzdem ist auf der Erde noch verdammt viel los, so wie es aussieht. Die Outsider sind abgeschnitten und verwirrt. Na, wie schaut's aus, Süße? Will, schön, dass Sie wieder auf den Beinen sind. Ja, also ich fühle mich, als hätte ich in eine Steckdose gefasst. Seien Sie froh, dass Sie überlebt haben. Das können nicht viele sagen. Also aus meinem Team ist bisher zwar einige verwundet, aber keiner verreckt. Das ist doch zumindest etwas Gutes, oder? Ja, das Silver und Nils und... Und mein Bruder und sehr viele andere. Aber es ist vorbei. Wir können es schaffen. Und das verdanken wir denen, die sich geopfert haben. Ich weiß, aber das bringt sie nicht zurück. Nee. Leider. Aber dann wären wir auch nicht so weit wie jetzt. Ich bin immer noch am Rätseln, was da am Schluss los war. Der ganze Komplex drehte sich um dieses Ding. Weir sagt, sie nennen es Etera. Bei seiner Gefangennahme verloren ihre Systeme Energie. Und jetzt liegt das Ding im Labor und die Weißkittel stochern drin rum. Was es auch ist, es war mit dem Mosaic-Netzwerk verbunden. Genau wie Origin. Als wir dort waren,
sagte Origin, ich trage einen Dämon in mir. Als sie hier ankamen, sagte Fox, sie wären der beste Agent, den er kennt. Aber von Dämonen geplagt. Vielleicht kannte Origin sie besser, als sie dachten. Tja, wir können ihn nicht mehr um Aufklärung bitten. Nicht nach der Zündung der Bombe. Das war's wert, wenn Sie mich fragen. Moment. Nicht, dass Direktor Fork auch einer von denen ist, nur eine andere Rasse oder sowas? Wie lange war ich ohnmächtig? Zeigen Sie schon Ergebnisse an der Front? Nur 1,5 Tage, aber die ersten Resultate sind ermutigend. Na, das will ich aber auch hoffen. Die Truppen sind konfus und ziehen sich teilweise zurück. Seit Stunden werden keine UFO-Sichtungen gemeldet. Das ist doch mal was. Das Wichtigste ist, die Gates sind alle dicht. Der Feind sitzt hier fest und wir sind in der Überzahl. Tja, was sagt man dazu? Vielleicht packen wir es ja doch. Na, so wie es aussieht, haben wir auf jeden Fall das Blatt gewendet. Wenn wir mit den Versprengten fertig werden, wie geht es dann weiter? Für uns? Mit Schreibkram. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Hypnos wir zuordnen müssen? Hunderte, vermutlich Tausende. Verschwundene und fälschlich als Totgemeldete hatten wir dauernd bei der CIA. Schwieriger wird, was wir mit den Outsidern anstellen, die sich ergeben. Glauben Sie, die wollen was mit uns zu tun haben, nachdem wir sie praktisch ausgerottet haben? Einige von ihnen werden überlaufen. Sie haben uns überfallen, weil ihre Heimatwelt stirbt. Sie werden nicht zurück wollen. Wir könnten sie nicht zurückschicken. Die Gates sind alle dicht. Dr. Tressner hat vielleicht die ein oder andere Idee. Ich habe das Gefühl, der Krieg war noch der leichtere Teil. Naja, wenn es um die Nachbearbeitung geht, dann auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass sie das dulden würden, Leute auf die, also Aliens auf die Menschheit loszulassen. Das glaube ich einfach nicht. Die würden sie wahrscheinlich eher komplett alle ausrotten, sezieren und kein Plan. Wir sind auf der Zielgeraden, Angie. Bald ist das geschafft. Ich hoffe es wirklich. Aber selbst dann wird nichts mehr so sein wie früher. Das ist es schon jetzt nicht mehr. Wie sieht's aus? Was haben wir da hinten denn Schönes? Mir vielleicht irgendwas? Nö. Gar nichts. Die Outsider wurden von uns sehen. Direktor Fork, hast du mir irgendwas zu sagen hier? Was uns weiß noch was? Fehlt für den Dienst? Etwas groggy, aber ganz gut. Schicken Sie mich wieder raus, dann bringen wir es zu Ende. Gut. Rufen Sie die Karte auf. Es gibt viel zu tun. Abmarsch, wenn bereit. Abmarsch, wenn bereit. Wir haben uns gemacht, Carter. Was war los? Der körperliche Schmerz war intensiv. Das Schlimmste aber war, dass ich wie vernagelt war. Wusste weder meinen Namen noch, was ich da wollte. Ich erinnere mich nur an Fragmente. Schön, dass Sie wieder okay sind. Sind Sie wieder diensttauglich? Ja klar, ich bin klar. Ja, Sir. Ich kann es kaum erwarten. Ja, schließlich haben wir jetzt eine echte Chance. Ja. Wir haben also Ihre Anführer getötet, Ihr Netzwerk und die Gates dicht gemacht. Wie sieht es an den Fronten aus? Einsatzkräfte berichten von deutlich verändertem Feindverhalten. Manche fliehen, andere wüten, aber die meisten sind nur verwirrt. Reicht das? Eines unserer Teams war in Rosemont, Georgia und hat den Feind völlig aufgerieben. Das ist das erste Mal, dass wir die Outsider aus einer befestigten Stellung vertreiben konnten. Und hoffentlich nicht das letzte Mal. Ja, aber Ort für Ort? Das könnte Monate dauern. Vielleicht sogar Jahre. Aber ein Ende ist in Sicht. Ich bin gerade am Grübeln. Wie lange hat das damals gedauert, nachdem diese angeblichen UFO-Sicherungen irgendwann mal abgebrochen sind? Ich habe keinen Plan. Hoffentlich konnten die Wissenschaftler einen Nutzen aus unserem Ausflug in die Heimat der Outsider ziehen. Sobald kommen wir da nicht mehr hin. Sie meinen außer dem Ätherwesen, das Sie gefangen haben? Dr. Weir hat Mosaics Funktionen analysiert. Schade, dass es zerstört ist. Hätte nützlich sein können. Nein, danke, Fork. Ich denke lieber selbst. In den richtigen Händen hätte Mosaic ein Segen für die Menschheit sein können. Denken Sie nur, alle Menschen auf Erden vernetzt. Stalin hätte Ihnen sicher zugestimmt. Wie jeder Anführer. Mosaic ist ein Werkzeug. Es kommt darauf an, wie man es einsetzt. Ja, dann wären wir so gesehen gleich die zweite Rasse, die das gleiche System benutzt. Nein. Genug geredet. Schicken wir die Bastarde zum Teufel. Musik in meinen Ohren. Dann wollen wir doch mal. Wir haben ja sonst nichts anderes mehr zu tun. Mission auswählen. Missionsauswahl. Was haben wir denn jetzt hier?
Können wir mal schauen. Wir haben. Nee, Blödsinn. Wollte ich gar nicht. Da. Das wollte ich. Wir haben zwei kleine Missionen auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ein Laboratorium in Südkalifornien hat eine Weltraumsatelliten gearbeitet. Direktor Falk will all ihre Ausrüstung in dem Prototyp bei XCOM haben. Schicke Agenten los, um zu untersuchen, was dort den Angriff der Outsider überstanden hat und um jede Information der Person herzubringen, die uns etwas nutzen kann. Ja, warum auch nicht? Dann schicken wir den los. Zadriff schicken wir mal los und Harris, die Zwillinge, ja, schicken wir die mal dann los. Das finde ich schade, dass die alle so ziemlich gleich aussehen. Das ist so ein bisschen Was gibt's hier? Plasma-Korrosionspack. Plasma-Waffen richten deutlich mehr Schaden an mechanischen Gegnern. Naja. Vor dem Angriff hat eine Forschungseinrichtung der Luftwaffe in dieser Gegend geheime Experimente erprobt, wie man Laser einsetzen könnte, um Raketen abzufangen. Schicke ein Team, das alles an Ausrüstung und Unterlagen sicherstellt, was sie haben. Das könnte uns helfen, Waffen von dem Kampf gegen die Außerirdischen zu entwickeln. Jawohl! Wollen wir haben oder nehmen wir mit den... wen nehmen wir denn? Schicken wir mal Agent Bauer hin und Raizo. So, und dann können die beiden nämlich auch los. Warum sind die nicht jetzt hier? Raizo, so, und Bauer. Patsch. Sind die beiden unterwegs. Mal gucken, was hier die Sendetürme so sagen. Pittsburgh, Pennsylvania. Dank der ersten positiven Anzeichen können unsere Agenten beginnen, das Leben der Zivilisten wieder zu normalisieren. Auch wenn die Kommunikation noch teilweise gestört ist, veranstalten die größeren Städte inzwischen keine Atomschutzübungen mehr, um die Bevölkerung von den Outsidern abzuschirmen. Nachdem Industriezentren wie Pittsburgh fast wieder normal laufen, können wir langsam den Wiederaufbau der Orte ins Auge fassen, die bei den hinterhältigen Kommunistenüberfall zerstört wurden. Ja! So haben sie es also hingebogen. Die Kommunisten, die verkackten Arschnasen, die waren schuld an der ganzen Geschichte. Wer sich erinnert oder wer sich ein bisschen mit Geschichte befasst, es war damals wirklich so die Zeit, dass USA und Russland gegen die Rote Armee oder auch halt gegen die Kommunisten, wie es halt hieß, haben sie sich da halt ziemlich stark in den Köppel gekriegt und das waren halt dann immer die Kommunisten, die alles mögliche halt dann gemacht haben, um die USA zu untergraben. Also wenn wer da irgendwie halt Terror gemacht hat, die Kommunisten waren damals so gesehen die Al-Qaida von heute, wenn man es so ungefähr sehen will. Naja, bis auf, dass die Al-Qaida zu weitaus härteren Waffen gegriffen hat. Sioux Falls, Süddakota. Feindaktivitäten in Amerikas Kornkammern haben zu Ernteausfällen geführt. Mit der Unterbrechung des Handels und der Transporte, national und internationaler Verkehr, droht unsere Nation eine Lebensmittel- und Treibstoffkrise für den Winter, besonders in abgelegenen Gegenden wie Sioux Falls. Wenn dieser Krieg nicht bald gewonnen und die Handelsroute wieder geöffnet werden, steht Amerika einer weiteren Gefährdung seiner Rolle als Supermacht gegenüber. Seit wann ist Amerika eine Supermacht? Die haben eher nur ein super großes Maul und das war's. Was haben wir denn hier momentan? Operation Schutzengel. Hypnotisierte sichern. Die Outsider treiben menschliche Hypnotisierte in einer versteckten Anlage zusammen. Zum Weitertransport auf ihre Heimatwelt infiltrieren die Anlage und rette die Hypnotisierten. Und was haben wir hier? Update. Achtung, du hast noch verfügbare Operationen. Die verschwinden, wenn du zu dieser Mission aufbrichst. Das weiß ich. Ich wollte nicht die Mission starten, ich wollte nur halt gucken. Kommunikation unterbinden. Die Outsider sind ernsthaft angeschlagen und von ihrer Heimatwelt abgeschnitten. Doch hier auf der Erde bleiben sie trotzdem eine beachtliche Streitmacht. Ihre verbleibenden Bodentruppen werden über einen Kommunikationsknoten im Mittleren Westen koordiniert. Begib dich nach Chicago und vernichte diesen Kommunikationsturm. Das machen wir später. Wir holen uns erstmal die Hypnotisierten zurück. Und Checkliste von Start. Ich will mal hier kurz die nochmal in die Agentenverwaltung rein. Wen nehmen wir denn mit?
Anderson nehmen wir mal raus und Carter nehmen wir auch mal raus. Wir haben eigentlich ziemlich viele Leute hier mittlerweile. Ich kann auch keine neuen mehr dazu selber machen, von dem her. Gallagher, nehmen wir den mal mit, nehmen wir hier, guck ich mal hier, wo war das? Gallagher, zack, nehmen wir den rein. Und natürlich einen Sniper und ich nehmen wir mal Sinclair mit. Ich glaube, bei dem können wir sogar noch ein bisschen was. Hat er, genau, Kräfte könnten wir hier nämlich noch verteilen. Moment, was hat er als Ausrüstung? Der kriegt natürlich auch das Plasma-Gewehr. Senkt die Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden. Stärkerer Schussschaden. Dann kriegt der natürlich auch so einmal das Schutzschild oder eher gesagt ein Tarnschild. Kritischer Treffer lädt sich schneller wieder auf. Ist geil. Und die Artillerie, die kriegt natürlich standardmäßig. Und Gallagher, den hatten wir. Ich warte, nee, Moment. Hatten wir Gallagher auch schon mal ausgerüstet? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Nee, der ist auch noch nicht so ganz ausgerüstet. Der kriegt anstatt die Maschinenpistole, kriegt er natürlich schwere Plasma. Ja, schwere Plasmapistole und der kriegt kein Medizinpack. Was kriegt der denn mit? Reichweitevergrößerung, Rupture Pack, schwerer Schaden gegen Panzerung und Schilde. Kräfte. Schilde überlegt Gegner, Orientierung raub. Zerstört Schilde eines Gegners und betäubt ihn. Das haben wir noch gar nicht. Der Support Agent senkt und deaktiviert kurzzeitig feindliche Schilde. Dies kann Elite-Truppen oder Commander neutralisieren. Ja, geil. Was haben wir dann noch? Medizinischer Durchbruch erhöht. Wirksamkeit der Fähigkeit. Kampfstimulanzien. Oder erleidet weniger Schaden, wenn er Auftrag hat, jemanden wieder zu beleben. Ist natürlich auch schön. Aber die Wirksamkeit von den Sims ist ordentlich. Der Trupp verblutet jetzt deutlich langsamer. Das Kugelschild dieses Agenten schleudert Geschosse zurück. Geil, will ich haben. Auf jeden Fall. So. Na dann. Missionswahl und ab dafür. Los geht's. Wieso nehmen wir den Heli? Wir können doch wieder das UFO nehmen. Och Mann, das ist doch weitaus flinker. Na gut, dann halt das. Was soll's. To be continued. Next time at the Bureau, XCOM declassified. Problem? Sie sind verwundet. Heilung aktiviert. Der will nicht kaputt gehen!